Velotour in der Schweiz. Fazit 8,5 Stunden, Kilometer 172. Die Tour startet in Uznach, geht über die Schindeligi, der Achsenstrasse nach, dann ins Brunital am Grossruchen, über den Klausenpass retour nach Uznach. In Brunnen mache ich meinen ersten Halt und meine Lieblingsvögel, die Spatzen, kommen nicht zu kurz. Geilste Liebe hier, geilste Liebe! Auf der Achsenstrasse ist immer etwas los. Okay. Trotz dem Verkehr habe ich die Strecke am liebsten. Sie ist nicht bloß extrem befahren, sondern sie ist auch extrem steinschlaggefährdet. Hoi. Im 2031 wird es noch gemütlicher auf dieser Strasse, denn im 2031 sollte geplante Tunnel Achsenstrasse fertig sein. In der Sonne beleuchtet sieht man Städtli bauen. Von Bauen geht keine Strasse weiter. Es ist also eine Sackgasse. Aber es lohnt sich 100 Mal, um dort hinten zu fahren. Ausser die Badestelle hat es hier natürlich auch noch einige Kletterstellen. Jetzt ist schon das erste Mal Flüele in Sicht. Juhu! Oh, ist das geil! Tobi, wir müssen auskundschaften. Die Pitch heute machen hier. Die ist super geil. Ja, das war der wahre Grund für meine Velotour. Ein Recon zum Eisklettern im Winter. Aber auch den grossen Rauchen habe ich wollen sehen. Der Grosse Rauchen ist das grösste Kalkmassiv in Europa.